Okay, also Jacobs Vater hat also das Kommando übernommen und scheint sich mit den Max der Jäger zu erwehren. So sieht es zumindest aus. Die Frage ist, warum ist diese Spaltung überhaupt gekommen? Ah, sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben, sind aber friedlich. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich, aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Ja, wir müssen auch bedenken, es sind schon 8 Jahre vergangen, ne? Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Scheint so. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Er wacht über uns, beschützt uns. Und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Was zur Hölle? Jemand muss Sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Dubios, würde ich sagen, ne? Gut, wir sammeln mal alles ein, was wir hier noch kriegen können, bevor wir weiterziehen. Ein paar Credits noch, sehr schön. Oh, warte, was? So, okay, dann darf Garrus vielleicht noch mal ein bisschen hier. So, das sollte doch gereicht haben gegen die Max, oder? Seine Max schießen, ohne zu fragen? Bitte, hierher! Sie könnten es beenden. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Tja, also an sich ist die Entscheidung nicht ganz falsch. Klar, es ist eine harte Entscheidung, aber sie muss ja letztendlich getroffen werden. Wenn der Sender repariert werden muss und die Leute dafür ihre Gedanken zusammenbehalten müssen, dann müssen diejenigen natürlich auch die Rationen essen, um nicht dem psychischen Verfall anheimzufallen. Aber warum der Sender dann nicht aktiviert wurde, als er wieder ganz war, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und es klingt bald so, als ob er sich dann in seinen Allmachtsfantasien als großer Herrscher verloren hat ein bisschen, ne? Vor allen Dingen das mit den Frauen ist schon mies. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden
aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Oha. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Tja, da ist wohl nicht bloß ein neuraler Verfall entstanden, sondern auch ein unglaublicher Sittenverfall. Wahrscheinlich einfach Gelegenheit, Macht, Missbrauch sozusagen, ne? Und Missbrauch jetzt nicht bloß im sexuellen Sinne, sondern generell, er hat ja auch seine Macht missbraucht und scheint dann sein tolles, ich sag mal in Anführungszeichen, Paradies ja aufrechterhalten zu wollen. Und deshalb scheint er dann auch alle Crewmitglieder, alle Offiziere getötet zu haben. Geh weg, 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 weg. Was war das denn? Das muss mir doch jemand vorher sagen, dass ich da eine Bombe scharf mache. Taylor, dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, wie eine Warnung. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Na, traumhaft. Ich glaube, wir sollten da mal ein paar Informationen heranholen. Also, da gibt's ein paar Fragen zu stellen. Das muss wehtun. Aber es scheint mir so. Jetzt sein Opfern die Schuld dafür zu geben. So, es klingt bald so, als ob er einfach dann in seiner Macht dann der Meinung war, das ist jetzt cool, was ich so gemacht habe und wollte das halt aufrechterhalten. Denn er war hier der King. Er hat wahrscheinlich noch Reserven genug für Jahre, weil das er alleine sich aufgehoben hat. Die Offiziere hat er getötet. Und wahrscheinlich hat er sich so ein Harem an Frauen gehalten, die halt alle, weil sie vollkommen hirnlos waren mittlerweile, dann auch willig waren oder sich nicht gewehrt haben, wenn er sie missbrauchen wollte. Vermute ich jetzt mal so. Tja. Und irgendwann gab es sowieso kein Zurück mehr, als er einmal damit angefangen hatte. Dann würde er sich nur in größte Gefahr begeben, wenn er dann auf einmal versuchen würde, zu seinen Crewmitgliedern wieder Kontakt herzustellen. Denn das hätte natürlich, er hat natürlich damit höchsten Unmut hervorgerufen. Wo ist denn hier die Waffe? Und die hätten ihn wahrscheinlich abgeschlachtet, wenn er jetzt dann wieder auf den Krieg gegangen wäre. Wo ist denn dieses Ding? Ich habe auch gar keine. Ach, da vorne liegt die. Ah. So, gehen wir mal hier in Deckung. Dem vielleicht noch umgelegt. So, jetzt hole ich mir aber mal die schwere Pistole hier. Ach, das ist noch nicht mal ein neues Modell, das ist bloß erhöhter Schaden. Ich dachte. So, Ruhe. Aber ich glaube, Jacob, überreagiert gerade auch ein bisschen. Er weiß noch gar nicht, worum es geht, ist aber schon voll drauf eingestellt, dass sein Vater sich völlig verändert hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass er nicht glauben will, dass das noch sein Vater ist. Also ich glaube, er dämonisiert ihn gerade ein bisschen, um Abstand zu gewinnen. Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich fürchte, um mich zu retten, werden sie bekämpfen müssen. Leute einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Sag ich ja. Er versucht ihn zu dämonisieren, um sich davon abzugrenzen und zu sagen, nein, mein Vater war anders. So, erst die Kiste ja wegräumen. Ich sehe gar nichts hier. Ui. Da hat er einen Abflug gemacht. Mist.
Okay, irgendwas hier. Mann, die Kiste weg hier. Sorry, Garrus, aber das musste mal sein. So, Wache nach Gehirnwäsche. So, so. So, schön. Gut. Oh, shit, jetzt kommt der Mac zum Einsatz. Okay, dann packe ich mal kurz den Partikelstrahler aus. Haben wir vielleicht irgendwas, das wir darauf ansetzen können? Gerade nicht so, ne? Naja. Dann machen wir das halt auf die Art und Weise und das Spiel stürzt ab. Es ist ein Traum. So, versuchen wir es doch gleich nochmal, nachdem mir das Spiel gerade abgestürzt ist. Schon das zweite Mal in diesem Let's Play, dass mir das passiert. Unglaublich, Sauerei. Das erste Mal war ja, als wir den Auftrag zur Rekrutierung von Thane durchgeführt haben. In den Dentist Towers damals. Das ist auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, habe ich das Gefühl. Aber gefällt mir trotzdem nicht. Muss doch nicht sein, sowas. So, aber nein, was soll's. Da müssen wir den Kampf halt nochmal durchführen. Ist ja nicht so, als ob das jetzt ein riesen Fight hier gewesen wäre, bei dem es unglaublich ärgerlich wäre, dass der Erfolg, den geschafft zu haben, jetzt wieder zerstört wurde oder so. So, könnte ich den vielleicht... Woran ist das denn jetzt hängen geblieben? Am Palmenblatt oder was? So, gut, ich kann den treffen. Das gefällt mir doch sehr gut. Okay, so kriege ich ihn nicht. Und ich glaube, der Mac ist da. Der Mac ist da, der Mac ist da. So, dann wollen wir das Ding mal ein bisschen brutzeln. Komm schon. Oh shit, ich sollte in Deckung gehen. Und wieder drauf. Bums macht er. Okay, den hätten wir schon mal. Ich bleib wieder bei der Metox. Gut, damit wäre der ärgste Widerstand jetzt schon mal hinüber. Den Rest sollten wir eigentlich ohne größere Probleme hinkriegen. Deswegen werde ich Garrus jetzt auch nicht extra noch wiederbeleben. Das schaffen wir auch ohne. Oh, Biotiker? Ah, nee, Techniker. Na komm, neuer Versuch. So, das erste den auch. Gut. Dass die Leute nach Gehirnwäsche trotzdem noch gut genug sind, um als Techniker durchzugehen. Ich hätte gedacht, dazu braucht man technisches Wissen, aber offenbar ja doch nicht. So, haben wir den mal weg. Ist das der letzte? Schluss jetzt mit den Spielern. Scheint mir so. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Ja, geht sofort los. Lass mich erstmal mal ganz kurz das PDA. Wo ist es denn? Nach hier vorne liegt das. Erstmal das Element Zero einsammeln. Wo ist denn das? Ich hab's doch gerade gesehen. Hallo? E-Zero? Gib mir mal E-Zero. Thank you. Ach, das sind bloß Credits in der PDA. Okay. Na dann, sollte sich der Vater mal ein paar gute Antworten überlegen, wie er das alles hier rechtfertigen kann. Denn dort vorne haben wir ihn. Ronald Taylor. Captain... Vielleicht wieder Willen ursprünglich mal. Arschloch. Halbgott. Sie sind hier. Selbst danach. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ah, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt.
bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain, aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. An dem Punkt ging alles schief, weil du dort angefangen hast, völlig schwachsinnig zu werden und halt, wie Jacob sagt, König zu spielen hier. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Max. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als ich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus-Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Ich glaube nicht. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Damit ist auch die Mission für Jacob absolviert. Ja, wir haben seinen Vater gefunden, aber ich weiß auch nicht. Also, der hat sich sehr von allem Menschsein entfernt in so, also von allem zivilisierten Menschsein. Er ist halt zu einer unglaublich ursprünglichen Art und Weise gekommen letztendlich, die aber so ein urtümliches Menschsein irgendwo ist. Die anderen haben alle einen degenerativen Effekt durch die Pflanzen gehabt. Er hat seine eigene soziale Degeneration durchgemacht, ne, indem er vollkommen egoistisch geworden ist und letztendlich alle als seine Spielzeuge gehalten hat. Also wie Jacob das auch gesagt hatte, letztendlich waren sie nichts anderes. Er hat die Frauen zum Sex missbraucht. Er hat
Keine Ahnung, er hat alle aus dem Weg geschafft, die ihn stören konnten und so wie es für mich klang, hat er eigentlich schon vorher irgendwelche Probleme gehabt, die ihn letztendlich dazu veranlasst haben, sowieso die Chance einfach mal zu nutzen und von der Bildfläche zu verschwinden und seine eigene neue Welt aufzubauen. So klang das jetzt für mich jedenfalls. Also ich glaube, da lag schon vorher einiges im Argen und Jacob hat es bloß nicht mitgekriegt, weil der Vater wahrscheinlich die Fassade noch aufrechterhalten hat. Alles in allem eine traurige Geschichte. Aber vielleicht erholen sich die Leute ja wieder. Man weiß es ja nicht. Ist ja nicht ganz klar, ob die degenerativen Effekte dauerhaft sind oder bloß temporär. Die Überlebenden von Aya werden von Allianzpersonal mit Unterstützung durch Cerberus behandelt. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung psychisch gut verarbeitet zu haben. Jacob Taylor hat mit seinem Vater abgeschlossen und kann sich nun voll auf die Mission konzentrieren. Wunderbar. Schnell zurück auf die Normandy und dann verlassen wir diesen seltsamen Ort mal. Gut, also bleibt jetzt noch Said, den wollen wir jetzt gleich noch in Angriff nehmen und dann werden wir die letzte Gefälligkeitsmission damit absolvieren. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Gut. Was soll das heißen? Sie waren es nicht. Jacob. Wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Selektiv, aber gut, klingt wie mein Gedächtnis. Meinst du es auch relativ, was heißt relativ, eigentlich ziemlich selektiv, aber dafür auch ziemlich gut in manchen Dingen. Und ich muss sagen, da wird mir Miranda richtig sympathisch mal, weil sie eben von ihrer erhabenen, kalten Position als Truppführerin wegkommt und einfach mal auch die Gesetze des Unbekannten bricht, um Freunden zu helfen. Und ich glaube, nichts anderes war das hier. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Kein Problem. Okay, haben wir auch Jacob jetzt auf unserer Seite. Und damit machen wir uns auf zur Gefälligkeitsmission, die wir als allererste bekommen haben. Said war nicht bloß das erste Truppmitglied, das wir erhalten haben, also das uns mit unserem Squad mit beigetreten ist, sondern bei den DLC-Truppmitgliedern bekommt man ja auch sofort die Gefälligkeitsmission und die haben wir ja dann auch als allererste erhalten. Und ja, dann gehen wir die jetzt mal als letztes an. Ich hoffe, Said weiß damit, wo er hier in der Rangfolge steht. Gibt's irgendwas, Kelly? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf in den Weltraum. Mails können wir nach der nächsten Runde checken, wenn wir dann hier fertig sind. Und den Rosettennebel lassen wir dann mal hinter uns hier. Gut,
freut mich alles irgendwie, dass es so langsam vorwärts geht hier. Okay, wo ist das? Hier, Said helfen. Da waren wir hinten an die Ismail-Grenze. Und dann kommen noch die ganzen DLCs. Oh, das wird auch noch... Das sind noch ziemlich ausgedehnte Aufgaben teilweise, die wir da vor uns haben. So, ich tanke bloß mal kurz nach ein bisschen. Es ist nämlich so mit dem Tank, also der Treibstoff leert sich ja, wenn wir hier mit Überlichtgeschwindigkeitsantrieb durch die Cluster fliegen. Und wenn wir bei Null angekommen sind, fliegt das Ding automatisch zum System mit dem Massenportal zurück. Allerdings, also dann sind wir natürlich auf Null und können während der restlichen Reise nichts mehr verbrauchen. Dafür verbrauchen wir dann 500 Einheiten Palladium. Was nicht so schlimm ist, weil Palladium am meisten vorkommt von allen Elementen hier. Also von den Vieren, die man sammeln kann. Man hat mehr als genug Palladium eigentlich, wenn man ein bisschen sammelt. Aber trotzdem, es muss ja nicht sein. So, Zoria, Schlamm, Schweiß und Sporen, bla bla. Interessiert mich nicht. Das klatschen wir jetzt mal schnell durch. Wie gesagt, ich mag Said überhaupt nicht, deswegen werde ich da jetzt auch nicht so viel Zeit hier, nicht so viel, weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also, das wird jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe werden. Blöder Said. Was haben wir denn eigentlich schon? Achso, ich bin noch auf Garrus gerichtet. Gut, Said haben wir logischerweise mit dabei. Wen nehmen wir denn dann noch mit? Es wäre eigentlich jemand mit Tech-Kenntnissen, mit Überlastung. Ich nehme mal Miranda mit. Komm, das hat sie sich verdient, nachdem sie jetzt so freundlich war zu Jacob. Nehmen wir mal wieder Miranda mit. Wir haben 3 Punkte, die könnte ich auf Ziehen ausgeben, aber ich spare sie mir lieber, bis ich die Singularität voll machen kann. Und unsere Vorbildleiste, die steigt und steigt. Die ist schon fast voll. So, Said, die haben wir noch nie mitgehabt. Das heißt, wir müssen mal ein paar Punkte ausgeben bei ihm. Okay. Die Disruptor-Munition zerreißt Schilder und synthetische Feinde. Klingt gut. Machen wir gleich mal voll. Warum nicht? Schwere Disruptor-Muni. Die elektromagnetischen Eigenschaften dieser Munition können dazu führen, dass synthetische Feinde überlastet werden und letztlich explodieren. Oder Gruppendisruptor-Muni. Ihre gesamte Gruppe profitiert von den Effekten der Disruptor-Munition, wodurch sie synthetische Feinde in ein tödliches Kreuzfeuer nehmen können. Ich gehe mal auf die Schwere, weil ich ja nicht gerade vornehmlich mit Waffen arbeite. Dieses Auge, dieses blinde Auge immer. Gut, noch ein bisschen auf den Söldner-Veteran. Dann können wir hier noch schauen. Söldner-Warlord. Saids hochspezialisierte Kampferfahrung erhöht seinen Waffenschaden noch weiter. Oder Söldner-Spezialeinheit. Saids außerordentlicher Überlebensinstinkt erhöht seine Gesundheit. Machen wir mal... Achso, was mache ich denn? Entschuldigung. Machen wir mal den Warlord. Okay. Und bei Miranda gibt es auch nichts. Dann können wir auch loslegen. Gut, bei Said müssten die Waffen eigentlich okay sein. Ja.